Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Ram. Ja, und in dem heutigen Ranked Game habe ich mich für Jax im Jungle entschieden. Und zwar, weil im Gegnerteam ein Master Yi ist. Und den wollen wir natürlich ein bisschen countern. Sollte mit unserem Team auch ziemlich gut funktionieren. Denn ihr seht ja, Irelia Top Lane. Na, Vorsicht, Team muss auch da. Also, Irelia Toplane, bewegt sich jetzt auch Talon Midlane, Vayne als ADC und Soraka Support. Ja, man könnte jetzt sagen, oh, alle nur AD. Nein, aber Vayne viel True Damage, ich durch meine Mastery, denn ich spiele mit Eroberer auch. Ja, und im Gegnerteam Teemo auf der Toplane mit Ignite, absoluter Tryhard, Master hier im Jungle. Diana auf der Midlane, Jhin als ADC und Braum Support. So, und jetzt wollen wir mal gucken. Oh, los geht's. Wollte gerade noch mal kurz aufs Handy gucken, hat nämlich gerade gepiept. Aber das müssen wir dann in einer ruhigen Minute machen. So, ab zum Blue. Ich stehe jetzt übrigens mit 79 Punkten in Silber 3. Könnte also mit diesem Sieg eventuell in die Promo kommen, wenn es denn gut Punkte gibt. Und vorausgesetzt natürlich, es wird ein Sieg. Aber da gehen wir jetzt einfach mal von aus, ne? So, schnell noch den Gromp hier machen für Level 3. Durch diesen schönen Soraka-Pull da komme ich natürlich gut durch den Jungle. So. Teemo wird jetzt gerade gewartet haben. Und Irelia überlebt sogar. Kurz. Na, die will nicht. Ah, das sieht gut aus. Jawohl. Schöne Sache. Läuft bis jetzt sehr gut. So kann es weitergehen. So, gehen wir nochmal zu Diana gucken. Oh, lol.
So, aber ich bin bis jetzt auch sehr zufrieden, komme gut durch den Jungle. Ärgerlich, dass der Talon da jetzt gegen Diana gestorben ist. Ne, ich will da als erstes auf Schienen gehen. Der Mana-Kristall sieht jetzt zwar doof aus, bringt einem nicht wirklich viel. Na, die machen auch wohl nicht. Ne, ne, Höllendrachen noch nicht. Oh, Talon beginnt zu roamen. Oh, Diana followt schön. Gefährlich. Jin followed auch, alle verloren. Na. Kill gekriegt, aber ob das wirklich so sinnvoll war, ich weiß es nicht. Das Master hier mit Level 6. Oh, den Wort lasse ich hier einfach mal stehen. Das war diese Raka-Ult. So, dem Gimmer mal ein bisschen den Jungle leer gemacht. Verstehe ich nicht, warum sie da nicht mal helfen kommen. Hätte mir auch durchaus mal einer in den Rücken fallen können noch.
So, hab mein Schien. Die Mercury Crew Boots. Na, kommt sie weg? Oh, hätte sie mal gewartet. Nee, konnte nicht warten. Naja, da kann man ihr keine Schuld geben. Nicht noch mehr Feed auf je, bitte. So, genau mithalten. So, da ist er hier. Wie viele Kills hat der Beste denn jetzt? 3. Ich leider noch keinen. Dafür den Drake holt, einen Assist halt. So, genau nochmal Mitte gucken. Und da war er. Schon wieder Mitte dürfen gehen. Gleich brauche ich unbedingt mal ein bisschen Attack Speed. Oder unten geht's scharf. Boah, da kam ich auch gerade noch mit rein. Kommt Leute, Tower holen. Da gehen wir mal lieber raus. So, jetzt gibt es ein bisschen Attack Speed. So, und jetzt gehe ich weiter aufs Hextech Gunblade. Da müsst ihr mal so ein bisschen entscheiden.
Also gegen viele Tanks baue ich dann Blade aus Rune King, aber gegen so ein Team doch lieber das Hextech Gunblade. Jetzt gehen wir mal zum Jaykühner. Jetzt kann ich noch alleine sehr, sehr schnell machen. Erstmal nehmen wir uns aber die Krabbe vor. Oh, Talon. Komm, komm. Oh, Mann. Ein bisschen viel Abklingzeit, aber läuft geil. Triple Kill. Das hören wir doch gerne. Und das für eine Vayne. Die Vayne 6-0. Krasse Scheiße, die rasiert jetzt natürlich alleine. Schon die zweite gute Vayne hintereinander, die ich jetzt bekomme. Was geht ab? Sehr, sehr geil. Und der Talon spielt natürlich auch richtig gut mit. ...17-7 mittlerweile. Ich würde sagen, die Gegner haben wir, tja, gut im Griff, sage ich mal. Los geht's. So, jeder unten, somit kann ich mich um den Herold kümmern. Sowas muss man immer im Auge behalten. Na, kommt da rüber? Nee, ich glaube nicht. Dauert alleine natürlich ganz schön lange. So, haben wir aber. Na, will er nicht. So, dann machen wir das Ganze mal mit Herold. Und die Vayne natürlich fett. Wow. Schönes Orakel-Ult. Ah, nächste Tower-Shot kriegt mich. Jawohl, aber Talon holt sich. Das läuft. SS Top schreibt, was für ein herrliches Team. Es gefällt mir alles hier. Als nächstes Trinity zusammenbauen. Ja, der hier baut auch zuerst Blade. Mittlerweile habe ich gemerkt, Rage Blade als zweites Item geht wesentlich geiler ab. Ne, muss ich erstmal zur Topline hoch.
Obwohl ich an dem Tower nicht mehr viel deffen kann. Oh, er hat die Vayne weggeholt. Ja, ich glaube, da war Teemo. Ist egal, ich will hier nur ein bisschen rauspushen. So, Raka-Ult scheint doch ziemlich oft ready zu sein. Oh, kommt. Das ist jetzt aber doof. So, und zurück. Ja, die Vayne darf den ruhig nehmen. So, und Jaxie Boy auch schon recht fett. Mit 150 Farm. Das ist... ja, schon recht gut. Nächste Drake auch gleich wieder ab. Oh, ein Wolkendrache. Ihr merkt schon, bei mir immer oberste Priorität die Drakes. Und die Gegner haben im Moment keine Chance, die zu contesten oder irgendwas zu uns entgegenzuwerfen. 25-11 ist schon echt überragend. Ich hoffe nur, es gibt hier 21 Punkte. Da muss ich leider nochmal ein bisschen raus, glaube ich. So. Ah, scheiß Pilz. So, lass uns einfach mal platzen. Und wieder auf die nächste Minion-Wave warten. Braum auch schon wieder da. Oh, oh. Nein. Oh, oder doch? Nein. Oh, sniped er uns weg. Damn it. Ich hab's mir gedacht, dass wir nicht diven gehen dürfen. Gut, dass unser Team alle so schön fett sind. Ansonsten, da ist er zu nah rangegangen. Wäre das hier jetzt böse in die Hose gegangen, aber... boah, Quadra-Kill für Irelia, nice. Und der Yi müsste eigentlich wieder da sein. Aber der hat bestimmt keinen Bock, ihr den Penta zu geben. Na, er kommt doch schon gar nicht mehr aus der Base.
Hat also sehr gut geklappt, mit Jax ihn zu countern, obwohl ich hier natürlich nicht nur dran beteiligt war. Also das Team hat sehr, sehr schön mitgespielt, kann man überhaupt nicht sagen. Alle Lanes gut geklappt, SS gepinkt und. Jo, jetzt werden sie noch ein bisschen gedemütigt. Ich stehe 2-3-8 und trotzdem Gegner so weggeschnetzelt, gefällt mir. So könnte es öfters sein. Oh. Oh. So, 3-3, nochmal ein bisschen was für getan. Und ich hoffe, euch hat das Game gefallen. Und wenn ja, schaut auch im nächsten wieder rein. In diesem Sinne, bis bald, euer Ram.